Alter, was geht ab, Leute? Hier. Hier neben der Bavaria Filmstadt auf dem Weg zu RTL 2. Ich habe da heute Morgen einen Workshop. Bin ein bisschen zu früh dran, deswegen können wir noch ein paar Sachen drehen. Und zwar der Abschluss zum EP-Event. Doppel-EP war ja durch Rayquaza mit den ganzen Wind-Pokémon, die verstärkt wurden und mehr kamen. Angeblich mehr kamen, aber darüber reden wir noch. Abschluss, wie viel EP habe ich gemacht? Ich wollte ja die 80 Millionen knacken. Bin gestartet mit 68, glaube ich. Falls ich den Screenshot noch finde, blende ich es hier gleich neben mir ein. So, bin ich hier noch richtig? Ich glaube schon. Dann erzähle ich euch, wie viel EP ich gemacht habe, was ich so gemacht habe. Und an sich ein bisschen über EP und Motivation und wie das Ganze so lief. Aber jetzt muss ich erstmal den Weg hier reinfinden. So. Drin ist diese Bulli-Parade, Bulliversum oder so. Was schade ist, weil das heißt, ich komme nicht an diese Arena ran. Ich wollte die platt machen. Echt lustig. Bulli Herbig Fan Level 40. Die sind seit 5-6 Tagen da drin. Wollte die zerstören und mich dann reinsetzen. Aber leider komme ich da nicht rein, weil ich muss da weiter gerade. Und dieses Studio ist da rechts mit Eintritt und so. Früher als Kind war ich da, glaube ich, ein paar Mal. Aber schon länger nicht mehr. Also da steht es, Bulliversum. Könnt ihr, glaube ich, leider nicht erkennen. Ich schau mal, ob ich näher rankomme an das Schild. So, angekommen, glaube ich. Da steht schon mal RTL 2. Was mich verwundert, auf dem Schild, auf dem Plakat ist Köln 50667. Sag mir nicht, das wird in München gedreht. Ich habe keine Ahnung, so einen Schmarrn schaue ich mir nicht an. Muss ich da rein? Auto, immer schön schauen, Kinder. So. Ist echt behindert gemacht, weil die haben einfach nur gesagt, hier ist es, aber nicht genau welches Gebäude, dies, das, bla bla. Also schauen wir mal, ob ich hier richtig bin. Wird gerade Kaffee geholt. Da kann ich mich hier in die Lounge stellen und dann warten, bis mein Workshop anfängt. So, warte jetzt mal. So, hab mich ein bisschen umgeschaut. Ich war so fasziniert. Ich bin in so einen Brunnen gefallen. Also da war. Ach, zeige ich euch später, falls ich es filmen kann. Auf jeden Fall bin ich da einfach reingetreten. War zum Glück nicht tief, war fast leer. Aber das war schon peinlich. Auf jeden Fall, eventmäßig. Ich habe 79 Millionen und ein paar zerquetschte. Echt nicht viel gemacht. Ich blende sie ein, den Screenshot von meinem EP. Ich denke beim Community Day mit dreifach EP für Werten, Grüße an, müsste ich die 80 Millionen dann knacken, 4x Level 40. Okay, und weggesehen. Aber die Motivation war echt nicht da. Ich war dreimal gesamt überhaupt nur farmen, ansonsten habe ich nur entwickelt und meine Ressourcen verbraucht und halt Raids gemacht. Freitag war das, nicht Freitag. Also Freitag auch, aber erster Tag, wo Event überhaupt angekündigt wurde,
ein bisschen klickern. Am letzten Tag, nach der Arbeit, zweieinhalb Stunden bis zu Eventende, war ich Basing farmen und am Freitag, die Woche davor. Ich wollte da echt durchmachen, aber tote Hose war da, bin angekommen, Module waren nicht mal an, musste sie selber zünden, was halt kein Problem ist, aber das zeigt halt nur, wie tot es war dort. Dann habe ich dort echt wenige Leute getroffen, ein paar Verdächtige so wie immer, aber die meinten auch, die ganze Woche über war tot, niemand da, echt keiner von den üblichen Grindern und so. Die meisten waren halt Raiden, dann aber am Abend keiner mehr farmen, keiner mehr in Parsing. Weiß nicht, irgendwie kam einfach nie die Motivation. Farmen jetzt. Es gab jetzt die Gerüchte mit diesen Level-Erweiterungen. Das war schon interessant, aber es waren halt echt nur Gerüchte. Ihr wisst, die Straßen mochten immer. Und laut denen hätte ich noch nicht mal Top-Level, also das höchste Level. Falls es kommen würde, dann wäre ich, also bis 45 gäbe es neue Level, laut dieser Falschmeldung. Und bei 45 bräuchte man gesamt, glaube ich, 87 Millionen oder so. Also das hätte ich dann theoretisch noch gar nicht geschafft. Also falls das kommen würde, dann gäbe es noch Motivation zum Grinden, aber momentan 4x Level 40, was will man mehr? Ich meine, ich gehe jetzt langsam auf die 100 kann man schon noch auch mitnehmen, knacken. Das ist auch schon ein großes Ziel, aber ich weiß nicht, Motivation echt nicht mehr da, was Farm angeht. Man sieht es bei mir, man sieht es bei den anderen. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit Farmen, EP, wie ist das? Seid ihr noch motiviert? Geht da noch einiges in eurer Stadt? Also bei uns Parsing war echt komplett tot. Nur Raiden. Das waren auch die einzigen EP, die ich gemacht habe am Wochenende. Raid-Tour am Samstag. Und die verrückte Wahoo-Tour. 100 Raids am Sonntag. Aber das war's. Und halt dann noch meine Ressourcen entwickeln. 700 Pokémon im Beutel hatte ich zum Entwickeln. Aber so im Allgemeinen habe ich schon das Gefühl, dass die EP-Jagd, der EP-Wettbewerb ziemlich gesunken ist. Ich gehe jetzt mal zurück, schaue mich noch ein bisschen um, schau mal, was ich euch so zeigen kann und dann ein paar abschließende Worte. So, das war's. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe da, weil ich war echt fasziniert von RTL2. Falls ihr mir auf Instagram folgen wollt oder Facebook, dann seht ihr mehr, was ich da gemacht habe. Ich habe ein bisschen was gepostet, Instagram Story. Auf jeden Fall, kurz nochmal zusammengefasst. Ich habe 79 Millionen und ein paar zerquetschte. Fehlt noch ein bisschen, das mache ich am Community Day dann. Aber EP-technisch bin ich momentan nicht so motiviert. Und so wie es aussieht, die anderen auch nicht. Echt nur noch sehr wenige. Deswegen schreibt unten rein in die Kommentare, ob ihr noch EP-technisch da am Ball seid, noch motiviert seid. Und wie es in eurer Stadt so aussieht, laufen die Module noch, die Hotspots. Bei uns Parsing tot momentan. Und denkt ihr, eine Level-Erweiterung würde die Leute wieder motivieren, mehr EPs zu machen, zu farmen? Mich persönlich würde das eine Weile motivieren, aber dann auch wieder nicht mehr. Da braucht man echt ein neues Feature, was einem am Ball hält. Ständig EP-Grinden. Irgendwann wird es echt lahm, aber die 100 Mille, die knacke ich auf jeden Fall noch irgendwann. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.